Mann, 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 wo soll das noch alles hin? Ich habe überhaupt keine Energie mehr. Der Chef will ständig mehr von mir. Meine Freunde möchten, dass ich ihnen hier und da helfe. Und auch sonst privat, überall wird ständig Druck auf mich ausgeübt. Ich kann einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr. Komm, mach die Kamera aus. Bist du gerade genau an so einem Punkt angekommen, wo nichts mehr geht, du keine Energie für irgendetwas mehr hast und deine Leistungsfähigkeit einfach immer weiter sinkt? Dann hilft dir dieses Video vielleicht weiter. Dein Kopf ist voll, du willst viel schaffen, es wird sehr viel von dir verlangt und es geht überhaupt nicht weiter. Sei dir bewusst, dass solche Phasen im Leben normal sind. Nichts im Leben verläuft linear. Und genau solche Phasen wirst du immer wieder durchlaufen. Denn manchmal strotzt du vor Energie, der Tag könnte 30 Stunden und mehr haben. Und an anderen Tagen fühlst du dich schlapp, antriebslos und findest überhaupt keinen Fokus. Das Gute daran ist, wenn du jetzt an einem absoluten Tiefpunkt angekommen bist, an dem es nicht mehr vorwärts geht, hast du nur noch eine Richtung, und zwar den Weg nach oben. Den großen Berg hinauf, auf dem deine Ziele stehen. Du leidest förmlich, von außen bekommst du immer mehr Druck und du machst trotzdem weiter. Sei stolz darauf, kämpfe. Und dann wird es Zeit, dir endlich die Belohnung zu holen, die du dafür verdient hast. Denn vielleicht ist dein nächster Erfolg nur noch einen Schritt entfernt. Du hast dich genau für diesen Weg entschieden. Du stehst dazu. Es gibt kein Zurück mehr. Aber vielleicht ist es mal an der Zeit, eine kleine Auszeit zu nehmen, um einen klaren Kopf zu bekommen und die nächste Etappe erfolgreich angehen zu können. Nimm dir 1 oder 2 Tage Auszeit, frei, weg von der Arbeit, weg von allen Zwängen, von dem zwanghaften Denken, meditiere möglichst viel und schaff dir irgendwie einen Ausgleich und dann kannst du wieder mit frischer Energie voll durchstarten. Du bist keine Maschine, die rund um die Uhr synchron laufen kann. Wenn du nicht mehr kannst, dann nimm dir diese Auszeit, denn ansonsten verlierst du dein Ziel Schritt für Schritt immer weiter aus den Augen. Kontrolliere daher regelmäßig deinen persönlichen Standpunkt, akzeptiere die verschiedenen Phasen des Lebens und lerne sie für dich zu nutzen, anstatt immer nur gegen sie anzukämpfen. Dabei wünsche ich dir den größtmöglichen Erfolg und wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, schreib sie mir in die Kommentare oder als persönliche Nachricht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Dir hat dieses Video gefallen? Dann würde ich mich über dein Abo freuen und du kannst mich auch auf Facebook besuchen für weitere Informationen rund um die Themen Gesundheit, Mentalcoaching, Fitness und Business. Außerdem habe ich dir hier 4 Playlists zu diesen Themen zusammengestellt, die du einfach nur anklicken brauchst und die dich immer mit den aktuellen Videos von mir versorgen.